Wir bezeichnen es nicht als Plastik, sondern wir bezeichnen es als Kunststoffe. Das ist der Punkt. Wegwerfen als solches hat jetzt zu einem kleinen Teil nur was mit Kunststoffen zu tun. Wegwerfen ist ein generelles Problem. Nur, dass wir da in den letzten Jahren natürlich deutlich weitergekommen sind. Heute wirft niemand mehr eine Autobatterie oder eine kleine Batterie in die Umwelt. Genauso wie er seine Wasserflaschen auch wieder zurückbringt. Und im Grunde genommen gilt das Gleiche auch für Kunststoffe. Die Frage, ob ein Kunststoff kurzlebig oder langlebig ist, ist eine Frage der Funktion, die sich letztendlich jeder durch seinen gesunden Menschenverstand selbst beantworten kann. Beispiel Automobil ist ein langlebiger Kunststoff. Jeder erwartet, dass dieser Kunststoff mindestens so lange hält, wie das Auto hält. Eine sehr kurzlebige Anwendung ist der Müllbeutel. Schaut man sich die Haushaltsabfälle, Kartoffelschale, Kaffeefilter etc. an, sind das Materialien, die einen relativ hohen Anteil an Wasser enthalten. Und das ist nicht unbedingt so effektiv, solche Materialien zu verbrennen. Das heißt, wenn man diese Materialien in eine Kompostierung geben will, müssen sie irgendwie dorthin transportiert werden. Und um das zu gewährleisten, braucht man dann biologisch abbaubare Kunststoffe. Wie wäre es mit dem Kaffee? Gut. Biologische Abbaubarkeit bedeutet, dass das Material von lebenden Mikroorganismen verstoffwechselt werden kann. Das heißt, die Mikroorganismen schauen sich an, kann diese Verbindung geknackt werden oder kann sie nicht geknackt werden. Nehmen wir jetzt mal hier die genannten A, B und C. Die Art und Weise, wie diese Verbindungen aufgebaut werden, führt zu unterschiedlichen Eigenschaften der Kunststoffe. Analog zu dem, was mit unserem Frühstücksbrötchen passiert. Das Frühstücksbrötchen gelangt in unseren Körper und wird dort schrittweise abgebaut. Und dann nachher werden diese Bausteine von unserem Körper zu Energie umgesetzt. Und genau das Gleiche machen die Mikroorganismen mit unserem Ecoviomaterial. Es wird von ihnen abgebaut und wird dann im Mikroorganismus zu Energie und Biomasse umgewandelt. Das Ecoflex der BASF, ein biologisch abbaubarer Kunststoff, den wir jetzt seit über einer Dekade im Markt haben. Das Ecoflex wird kombiniert, im Falle des Ecovio mit der Polymilchsäure. Und was man dort tut, ist, man kombiniert ein sehr flexibles Material, deshalb auch der Name Ecoflex, zusammen mit einem sehr steifen Material der Polymilchsäure. Und in Summe ergibt das dann ein Material mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften, sei es für die Tragetasche oder sei es wie hier für die Papierbeschichtung. Dieser Papierbecher kommt zum jetzigen Zeitpunkt in den Bioabfall. Zusammen mit anderen organischen Abfällen wird das Material dann in der Biotonne entsorgt, soweit es die Gesetzeslage ermöglicht und eine Kompostinfrastruktur vorhanden ist. BASF, the chemical company.